Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich dachte, du seist weg für immer. Ich auch. Es gibt zwei Männer, Estragon und Wladimir, die warten auf Godot im Niemandsland. Es ist nicht so ganz klar, ob Godot kommt. Wahrscheinlich nicht. Aber beide verbleiben in der Hoffnung, dass Godot vielleicht noch kommt. Meiner Meinung nach warten wir hier. Kommt dir die Gegend bekannt vor? Das will ich nicht sagen. Also, das will ich nicht sagen. Nein. Dieser Baum, dieser Sumpf. Bist du sicher, dass es heute Abend war? Das. Dass wir warten sollen? Es geht ums Warten, ja. Aber es geht darum, wie man die Zeit beim Warten füllt. Alle haben das gleiche Problem. Sie werden geboren und müssen irgendwann sterben. Und dazwischen haben sie sich zu bewegen. Und man weiß nicht so genau, warum. Und das fragen sich die beiden, glaube ich, auch beim Warten. Worauf sie eigentlich warten. Das ist das erste Stück, was ich zum zweiten Mal inszeniere in meinem Leben. Wum. Du stinkst nach Knoblauch. Ist gut für die Nieren. Das Besondere damals war, dass dieser Text auf so vielen verschiedenen Ebenen einen berühren kann. Und dass er aber ganz fragil ist. Wenn man einen bestimmten Punkt nicht trifft, dann bricht er einem sofort weg. Er stellt 1000 Fragen und gibt sehr wenig Antworten. Das ist sehr geheimnisvoll. Und das Zweite, was ich wirklich sehr daran liebe, ist der Humor. Aber anstatt ihn fortzujagen, was ich bekommt hätte, bringe ich ihn, so gut bin ich nun mal, zum Salvatormarkt. Wo er mir hoffentlich noch etwas einbringen wird. Und das Dritte, was ich sehr liebe, ist, dass er so musikalisch ist, der Text. Dass er eigentlich wie eine große Partitur ist. Und wenn das funktioniert, dann kriegt es eine unglaubliche Schönheit. Ja, ich. Was willst du? Komm her, hörst du mich? Soll er tanzen? Soll er singen? Soll er rezitieren? Soll er denken? Soll er... Wer? Wer? Können Sie etwa denken, Sie beide? Denke, Schwein. Aber greifen wir nicht vor. Und andererseits, in Anbetracht dessen, dass im Anschluss an die unvollendeten Forschungen, aber greifen wir nicht vor, die unvollendeten Forschungen. Hör auf! Sollen wir uns aufhängen? Womit? Hast du nicht gegen deinen Stück? Nein. Dann geht es nicht. Bist du nicht gestern schon hier gewesen? Nein. Kommst du zum ersten Mal? Ja. Kriegst du eine Nachricht von Herrn Godot? Ja. Kommt nicht heute Abend? Nein.